Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, Dioden zu charakterisieren. Und die einfachste Möglichkeit, das Wichtigste, was man sozusagen wissen muss über eine Diode, ist dieser erste Satz hier. Dioden sind Einbahnstraßen für den elektrischen Strom. Also das ist die Grundidee von einer Diode, dass ich dieses Bauteil habe mit diesem Symbol hier. Laut DIN-Standard wird übrigens ein Strich durchgezeichnet. Ich finde aber, das schaut grausig aus, darum ist es beim Skriptum nicht so und hier auch nicht. Und in diese Richtung, in die Richtung, die der Pfeil zeigt, in die kann Strom durchfließen, in der anderen Richtung kann aber kein Strom durchfließen. Das ist die grobe Idee von einer Diode. Und wir werden uns jetzt dann in den folgenden, glaube ich, 3 Blöcken damit auseinandersetzen, wie man das genauer charakterisieren kann, weil das eben nur die grobe Idee ist, aber eben die wichtigste. Wenn wir die grobe Idee mal nicht haben, dann ist der Rest irgendwie absurd, sich damit auseinanderzusetzen. Also in diese Richtung kann Strom durchfließen. Das ist die Idee von einer Diode. Wir haben unsere linearen Quellen, wir haben unsere Widerstände sogar über so Stromspannungsdiagramme charakterisiert in den letzten paar Einheiten. Dass wir irgendwie gesagt haben, wir haben da so ein, zeichnen es jetzt mal so, ein Koordinatensystem und wir sagen bei dem Bauteil, bei dieser Spannung, das soll ein U sein, liegt dieser Strom an. Mit meiner Beschreibung, die ich gerade gemacht habe, dass das eine Einbahnstraße für den Strom ist. Nur in die Richtung kann Strom durchfließen, aber dann ungehindert und in der anderen Richtung nicht. Wie würde dann in so einem Stromspannungsdiagramm die Kennlinie von diesem Bauteil ausschauen? Ist das so? Kann nie eine negative Spannung an einer Diode anliegen? Genau. Also, in Sperrrichtung sind wir hier. Das heißt, egal wie viel Spannung ich quasi in entgegengesetzte Richtung anlege, ja, wir sind ja noch bei dieser einfachen Beschreibung. Gell? Wir nicht trudeln. Wir kommen gleich zu dem da und dann kommen wir zur Schockgleichung. Also, das geht nicht schnell genug. Lass mir noch meine erste heile Welt. Ja? In der Idee, egal wie negativ diese Spannung wird, da tut sich nichts. Natürlich in der Praxis, wenn ich irgendwie eine kleine Diode habe und da liege ich dann links und rechts irgendwie, schließe ich 2 Elektroden an mit 50 kV drauf, dann wird sich diese Diode in Rauch auflösen. Das kann ich aber auch mit der Schockgleichung nicht modellieren, weil die Schockgleichung antwortet quasi meine Frage immer mit so viel Strom. Also eine Frage für die Schockgleichung ist, bei dieser Spannung für Strom fließt da, die Antwort ist so und so viel Ampere. Das Modell bei 50 kV ist die Diode, egal was du da dazwischen natürlich hast, sondern Lichtbogen. Ja, ja, ja. Aber du kannst eine Diode im Vakuum machen, da hast du dann keinen Lichtbogen, also die Elektronen können immer noch fliegen, aber es wird keinen Plasmakanal geben. Aber wir sind eben hier in unserem gedachten Ding. Eine ideale Diode, und da haben wir quasi hier bis in Unendlichkeit, da liegt die Kennlinie in der U-Achse drinnen, egal wie viel negative Spannung wir anlegen, egal wie sehr wir in Sperrrichtung, nennt man das, durch die Diode durchschicken wollen, es geht einfach nicht. Okay, was passiert, wenn wir jetzt versuchen, in der anderen Richtung Strom durchzuschicken? Dann fließt der Strom, wir haben es jetzt ungehindert, wie wird sich das in diesem Diagramm niederschlagen? Ich lege eine ganz kleine Spannung an, das fließt unendlich viel Strom. Ja, genau. Weil ungehindert. Mhm. Genau. Nach unserem idealen Modell brauche ich überhaupt eine Spannung? Ja. Nein, nein. Das Interessante ist, ich brauche keine Spannung, aber das muss auch keine reelle Funktion sein. Und darum können wir einfach sagen, das ist da hier. Sonst hätte ich natürlich ein Problem, nicht, dass ich gesagt habe, das muss zumindest ein bisschen rüber, weil sonst ist es keine reelle Funktion mehr, wenn ich da unendlich viele Werte meinen 0 Volt zuordne. Aber wenn ich einfach nur sage, ich setze hier quasi alle Punkte in diesem Diagramm, die einem möglichen Zustand der Diode entsprechen, dann sind das sozusagen die Punkte, wo ich sage, das deckt sich immer mit meinem Modell, das ich habe.
Ich kann quasi hier jeden beliebigen Punkt wählen. Das ist nämlich immer der Sperrzustand der Diode. Ich versuche in Sperrrichtung Strom durchzuschicken und es tut sich nichts. Und ich kann hier beliebige Punkte setzen. Das wäre immer die Durchlassrichtung. Ich kann Strom durch die Diode durchlassen und es passiert völlig ungehindert. Und völlig ungehindert heißt, dass völlig unabhängig vom Strom dann nie eine Spannung anfällt. Das ist unser erstes idealisiertes Modell von einer Diodenkennlinie. Du wolltest. Und positive Spannung kann man dann keine anlegen. Das geht nicht. Weil positive Spannung macht ja nur Sinn, wenn irgendetwas den Strom behindern würde. Aber wenn wir das Modell haben, der Strom kann ungehindert fließen, dann passiert da nie was. Also das wäre quasi unser erstes Modell. Natürlich schaut die Realität ein bisschen anders aus. Und ich habe das mal versucht, in diesem Diagramm hier zusammenzufassen. Natürlich gibt es dann noch Zwischenstufen zwischen so einer Beschreibung und diesem ganz idealisierten Modell. Die Realität spielt keine Rolle. Das ist zumindest in diesem Block, weil das ein theoretischer Block ist. Aber ich glaube, es kommt dann im nächsten Block kommt dann der Diskussionspunkt, die Schockgleichung ist ein mathematisches Modell, was bedeutet das? Also da werden wir dann vielleicht genau darüber reden. Gut, also das ist jetzt mein Versuch, ein bisschen besseres Bild davon zu zeichnen, wie so eine Diodenkennlinie ausschaut. Wir sehen, hier gibt es diesen Sperrbereich und im Sperrbereich ist es nicht so, dass da kein Strom fließt. Im idealen Modell hätten wir gesagt, Sperrbereich heißt, da lässt die Diode keinen Strom durch. In Wirklichkeit lässt sie halt schon einen gewissen Strom durch. Der wird immer bezeichnet als I mit dem Index S, der Sättigungssperrstrom, und der ist im Bereich von vielleicht Nanoampere, je nachdem, was das für eine Diode ist. Also wirklich winzig klein, aber er ist vorhanden. Und viele Dinge, die man mit Dioden machen kann, beschäftigen sich auch mit diesem Sättigungssperrstrom. Also vielleicht habt ihr von euch schon mal gehört, dass man Dioden vielleicht verwenden kann, um Temperaturen zu messen oder um Licht zu messen. Und das geht immer darüber, dass die Temperatur den Sättigungssperrstrom von der Diode verändert. Und dann misst man den Sättigungssperrstrom und wenn es dann heißer ist, dann ist der entsprechend größer. Das gleiche mit einfallendem Licht. Wenn Licht eben auf seinen Halbleiterübergang drauf scheint, wird auch der Sättigungssperrstrom etwas größer. Und über das meiste von diesem Bereich, von diesem Sperrbereich, habe ich einfach konstant diesen sehr, sehr kleinen Strom, der da in Sperrrichtung durch die Diode durchtröpfelt, würde ich jetzt fast schon sagen. Also fließen, da ist er fast schon zu klein für dieses Wort, oder sagen wir, da tröpfelt er so ein bisschen durch, ein bisschen undicht ist diese Diode in Sperrrichtung. Natürlich, um 0 Volt, da kann ich eben nicht genau diesen Sättigungssperrstrom haben, also da habe ich quasi so ein bisschen einen Übergangsbereich, wenn ich von außen gar keine Spannung an die Diode anlege und die Diode am absoluten Nullpunkt ist und so weiter und so fort, das ist mit Halbleiterübergang ein bisschen problematisch, dann wird da gar kein Strom fließen. Und wenn ich dann ein bisschen Spannung in Sperrrichtung anschließe, dann steigt da schon langsam so dieser Sperrstrom, bis der dann halt relativ schnell, brauche ich nur wenig Spannung, erreicht er dann diesen Sättigungswert und dann habe ich den Sättigungssperrstrom. Und in dem Modell haben wir gesagt, das geht quasi bis in Unendlichkeit. Ich kann da beliebig große Spannungen anschließen und die sperrt immer. Das ist eine brave, ideale Diode. Eine reale Diode, die hat dann irgendwo eine Durchbruchsspannung. Bis dorthin verhält sie sich halt richtig, aber dann sagt sie, oh mein Gott, wenn der da so sehr Strom durch mich durchpressen möchte in der anderen Richtung, dann geht es halt. Und dann sagt man, die Diode bricht durch und das passiert dann sehr plötzlich, dass die bei diesem Punkt hier leitend wird. Da wird dann noch unterschieden zwischen Durchbruch erster Ordnung und zweiter Ordnung und welcher macht dann eine Diode kaputt und so. In der Praxis möchte man einfach diesen Bereich nie erreichen. Also die Datenblätter von Dioden, die versichern einem auch nur, quasi, dass diese Sättigungssperrspannung mindestens betragsmäßig so und so groß ist und dann schaut man sich halt seine Schaltung an und sagt, na gut, da habe ich eine Diode drinnen und die muss vielleicht in Sperrrichtung 9 Volt aushalten, dann brauche ich jetzt nicht allzu viel Gedanken darüber verlieren. Das wird eine normale Diode schon machen. Wenn ich aber jetzt irgendwie, weiß ich nicht,
220 Volt Wechselspannung gleichrichten möchte, dann sollte ich halt Gleichrichtdioden verwenden, die entsprechend bis 300 irgendwas Volt vertragen. Darum, weil der Spitzenpunkt bei 220 Volt nicht 220 Volt ist, sondern 220 mal Wurzel von 2. Darüber reden wir dann vielleicht nochmal, wenn wir die Wechselstromtechnik machen. Gut, also da gibt es ein Maximum, mehr als das sperrt er nicht und dann bricht die Diode durch und fällt sehr, sehr plötzlich an zu leiten. Das versuchen wir zu vermeiden. Wir versuchen eher, die Diode vielleicht in diesem Bereich hier zu betreiben. Und da sehen wir, anders als in unserem idealisierten Modell, geht das hier nicht instantan los. Ich kann nicht einfach sagen, ich lege eine infinitesimal kleine positive Spannung an und die Diode lässt meinen Strom völlig ungehindert durch, sondern es gibt hier, was ist so versetzt ein bisschen, einen Punkt. Dort ist meine Flussspannung von der Diode und im Bereich von dieser Spannung fängt die Diode langsam an zu leiten. So, da gibt es dann durchaus einen Bereich, wo ich sagen kann, ein bisschen weniger Spannung, da ist nur wenig Strom, ein bisschen mehr Spannung, da ist mehr Strom und diese Flussspannung ist dann quasi dieser Punkt, wo das sehr plötzlich explodiert. Wo ich einen Volt mehr anlegen würde oder ein Millivolt mehr anlegen würde und viel, viel mehr Strom wird hier durchfließen. Also man sieht hier, das ist ja sehr, sehr steil und das ist in der Tat eine Exponentialfunktion hier. Das heißt, hier rechts von der Flussspannung, da werde ich einfach nicht viel weiter kommen, weil diese Diode, die verträgt halt irgendwie nur begrenzt Strom und wenn sie irgendwie maximal 1 Ampere verträgt und bei 1 Ampere ist das ja schon extrem steil, diese Kennlinie, und ich schiebe dann noch ein bisschen weiter nach rechts, dann bin ich dann bei 100 Ampere oder was auch immer. Das heißt, man spricht dann davon, dass dieser Punkt hier der Punkt ist, an dem die Diode fließt, obwohl das hier auch ein Bereich ist, an dem das so langsam passiert. Das heißt, in der Welt von solchen idealisierten Kennlinien sind die Näherungen, die man dann noch sieht, häufig, die quasi dieses Modell hier besser approximieren sollen, dass man entweder diesen Haken hier einfach versetzt um eine gewisse Spannung, um diese Flussspannung, dass ich irgendwie sage, okay, hier ist mein UF und dann schaut es halt nicht so aus, sondern dann ist das eine Nulllinie bis daher und an dem Punkt quasi beliebig großer Strom. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass ich sage, okay, diese Diode hat aber einen gewissen Serienwiderstand vielleicht und dann ist das eben nicht hier ganz gerade, sondern wird das so ein bisschen schräg noch. Das sind sehr, sehr gute Näherungen für das Verhalten einer Diode. Aber so schaut es quasi eigentlich aus, dieses Kennlinienbild. So, also, Flussspannung ist abhängig von der Technologie. Fast alles, was wir heute machen, ist Silizium. Und bei einer Siliziumdiode ist es so 0,7 Volt. Also je nachdem, mit welchen Strömen man sich auseinandersetzt, sagt man 0,7 Volt oder 0,6 Volt. Weil wir halt hier nicht ganz, ganz gerade explodieren und je nachdem, ob ich jetzt quasi, wenn ich jetzt gleich richten möchte und solche Sachen, wo ich große Ströme habe, dann sage ich vielleicht sogar 0,8 Volt ist für mich die Flussspannung einer Diode. Wenn ich damit irgendwelche Kleinsignalgeschichten mache, wo wirklich nur, wo ein Milliampere ein riesiger Strom ist und das meiste ist irgendwie im Mikroampere-Bereich, dann sage ich vielleicht 0,6 Volt ist für mich die Flussspannung von so einer Diode. Aber so als grobe Orientierung kann man eben sagen 0,7 Volt. Dann gibt es andere Halbleitermaterialien, Germanium zum Beispiel, bin ich bei 0,3 Volt. Bei Leuchtdioden ist es ein großer Bereich, je nachdem, welche Wellenlänge ich haben möchte, wo das liegt. Ja? Ich habe UV-Leuchtdioden mit 3,4 Volt. Ja, das geht noch weiter rauf. Das wäre jetzt eher so der untere Bereich, so rot, rot, orange, da bin ich auf 1,7 bis 2,2. Wenn ich anfange mit blauen LEDs zu machen, bin ich schon deutlich über 2,2 Volt. Die Diode lohnt sich da vielleicht zu erwähnen, oder? Weil die ja extra für Durchgangsspannungen ist. Schottky-Diode, habe ich die nicht irgendwo im Skript drin? Ja, macht, also
Diese Dioden arbeiten immer mit einem sogenannten Halbleiter-Halbleiter-Übergang. Also ich habe zum Beispiel N- und P-dotiertes Silizium und solche Dinge. Und es gibt andere Möglichkeiten, noch Dioden zu machen. Zum Beispiel mit einem Halbleiter-Metall-Übergang, das ist dann eine Schottky-Diode, und die haben den Vorteil, dass sie sehr, sehr geringe Flussspannungen haben. Was praktisch ist, wenn ich gleich richten möchte zum Beispiel, weil ich ja diese 0,7 Volt hier wirklich verliere. Es sind ein paar Schaltungen, wo man Schottky-Dioden als Gleichrichter, Stufengleichrichter macht. Ja. Wie geht das? Ich meine, die sollten nichts anderes anfangen. Nein, die Schottky-Dioden, die sind für den Brückengleichrichter zum Beispiel auch nur einfach Dioden. Die haben halt, also die wesentlichen Eigenschaften von Schottky-Dioden ist eine kleine Flussspannung und ein großer Leckstrom. Das ist, sagen wir, der Trade-off, den ich mit einer Schottky-Diode mache. Dass die Flussspannung deutlich kleiner ist, aber der Leckstrom auch deutlich größer als bei einer Halbleiter-Halbleiter-Diode. In welcher Größenordnung redet man da vom Leckstrom? Das weiß ich nicht, weil das interessant ist für Energietechnik-Anwendungen. Nicht als einen Halbleiter-Bauteil, aber als kombinierten Bauteil gibt es das. Also wir werden jetzt dann bei LEDs uns nur anschauen, wie ich quasi eine LED mit einem Vorwiderstand dimensioniere. Das macht natürlich wenig Sinn, wenn ich da 22 Volt habe, dass ich dann damit einen Vorwiderstand alles verheizt, was ich nicht brauche, und dann komme ich runter auf meine 2 Volt für die Leuchtdiode. Aber was man machen kann, ist, dass man die Leuchtdiode mit einem Kondensator parallel schaltet. Und wenn man weiß, welche Frequenz das Netz verwendet, dann hat das den gleichen Effekt, aber ohne Energie zu verschwenden. Und da gibt es kombinierte Bauteile, die das machen. Ja? Ja, aber das war halt jetzt wurscht, weil in der Halbwelle verliere ich keine Energie. Aber naja, und verliert das ein Einwegleitfeld. Also genau, aber das ist mal wurscht, weil quasi in der Halbwelle, die ich nicht mitnehme, da wird ja keine Energie verschwendet. Der Widerstand, der wird mir echt wehtun, weil der halt. Unangenehm ist, es blinkt halt mit 50 Hertz. Ja, eben, was ist das? Das ist gedimmt. Ja, also. Das ist einfach zu lösen, man ist zwei parallel. Das mit dem Kondensator ist ein bisschen trickreicher, wenn man die komplexe Wechselstromrechnung nicht kennt. Wahrscheinlich habe ich es bis dahin vergessen, aber es war halt eigentlich ein gutes Beispiel für die Wechselstromrechnung, das mit der Diode. Okay, ja, Durchbruchsspannung ist schwierig, da quasi eine Hausnummer zu sagen, aber die ist in der Regel sehr groß. Also bei den Schaltungen, die wir uns so anschauen, wo es halt wirklich um kleine Signale und so geht, werden wir bei einer regulären Diode nie diese Durchbruchsspannung erreichen. Wenn man Netzteile und so baut, wo man dann halt wirklich Gleichrichter baut, da ist es schon wichtig, dass man sich anschaut, wo diese Durchbruchsspannung liegt. Und ich habe jetzt mal gesagt, so über 50 Volt, das ist mal eine Idee, von der man ausgehen kann. Es gibt natürlich Ausnahmen, also wenn ich Leuchtdioden zum Beispiel habe, dann und ich will die auch wirklich so betreiben, dass die manchmal sperren, dann sollte ich mal anschauen, was vertragen die eigentlich in Sperrrichtung. Und dann gibt es so Sachen wie zum Beispiel die Basis-Emitter-Diode von einem Bipolar-Transistor, die verträgt auch nicht allzu viel in Sperrrichtung. Aber für klassische Dioden, so einfach ein axiales Bauteil mit einem Ring auf einer Seite, damit man dann sieht, wo Minus ist, kann ich sagen, so 50 Volt vielleicht. Mindestens. Kann man das ohne die Diode zu zerstören feststellen, wie die Durchbruchsspannung ist? Wenn man den Strom begrenzt, müsste das eigentlich gehen. Das Problem ist immer, dass. Ein Megaohm vielleicht und dann. Oder was? Nein, das Problem ist immer, wann wird die Diode quasi nicht kaputt? Was garantiert mir der Hersteller und was heißt überhaupt kaputt? Die meisten Bauteile, mit denen ich etwas mache, dass dieses Bauteil beschädigt, die gehen nicht einfach in Rauch auf und ich sehe, oh mein Gott, das Ding ist kaputt, sondern, also Widerstände als einfaches Beispiel, zum Beispiel, wenn ich dann zu großen Strom durchschicke und die werden dann kurz heiß, aber ich lasse es dann wieder, sodass sie jetzt nicht einen zusätzlichen schwarzen Ring bekommen und einfach ein Isolator sind ab diesem Zeitpunkt, dann kann es sein, dass der Widerstandswert irgendwo mal ein paar Prozent daneben liegt oder auf einmal vibrationsabhängig geworden ist. Und das sind halt so Fehlermodes. Also würde ich sagen, es ist sinnvoller, wenn ich das wissen möchte von einer Diode, dass ich das quasi eine große Packung kaufe mit 1000 Dioden und dann charakterisiere ich 100 davon
und dann weiß ich, wo die Durchbruchspannung bei der 9. dort restlichen ist. Aber die 100, die ich quasi bis in diesen Bereich hineingetrieben habe, die werfe ich einfach weg. Und dann ist es mir auch wurscht, ob ich das quasi machen kann, ohne den Bauteil kaputt zu machen. Da drehe ich einfach das Labornetzteil auf, bis ich sehe, ach, jetzt fließt Strom. Und dann war es das wohl. Deswegen macht es sehr viel Sinn, bei einem öffentlich genutzten Bauteilesortiment keine Teile mehr zurückgeben zu dürfen. Ja, da diskutiere ich auch hier mit den Leuten, hier mit dem Metele, wenn die Leute sagen, aber der Transistor funktioniert ja noch. Aber das ist schwierig. Also es ist nur, weil der Transistor noch das macht, was er ursprünglich gemacht hat, diese eine Schaltung, ich würde mir das nicht trauen, einen Transistor zurückzulegen, zu sagen, naja, ich habe auch nichts Böses mit dem gemacht. Bei den Leuchtdioden ist es selten angegeben im Datenblatt, die Durchbruchspannung. Ja, weil also Leuchtdioden sind eben auch selten für den Sperrbereich spezifiziert. Also was ich da sagen kann, ist, dass die Durchbruchspannung bei der Leuchtdiode größer sein wird als ihre Vorwärtsspannung. Das heißt, wenn ich zwei davon antiparallel schalte, damit es quasi in beiden Richtungen läutet, nicht auf der sicheren Seite, weil dann kann keine größere Spannung abfallen. Aber ansonsten würde ich jetzt mit Leuchtdioden keine Schaltungen machen, in denen ich wirklich darauf verlasse, dass die im Sperrbetrieb sperren. Also ich weiß von jemand, der sich schon mit 12 Volt Autobatterien in Sperrrichtung kaputt gekriegt hat. Das kommt man gut sehr vorstellen. Auf die Charge an. Ja. Gut, also bei einer Leuchtdiode ist es quasi mehr so ein Nebeneffekt, dass es halt auch eine Diode ist. Ich betreibe es eigentlich nicht als Diode, sondern ich baue die so ein, dass wenn ich versuche, Strom durch die durchzuschicken, dann nehme ich in Vorwärtsrichtung in der Absicht, sie leuchten zu lassen. So, soweit Fragen. Also der wesentliche Punkt von diesem Blog war ja jetzt dieses Bild hier, wo wir uns Gedanken machen können, wenn ich jetzt irgendwie eine Spannung in den Raum werfe, in Vorwärts- oder in Sperrrichtung einer Diode, wie viel Strom wird da fließen? Und da kann man jetzt sagen, wir teilen das in vier Bereiche ein. Zwei Bereiche für die Sperrrichtung. Da gibt es nämlich einen Bereich, da arbeitet die Diode mehr oder weniger so, wie man sich das für den Sperrbereich erwartet. Es fließt halt dieser kleine Sperrstrom. Und wenn man dann über die Durchbruchspannung kommt, dann leitet sie halt doch und ist mit ziemlicher Sicherheit kaputt. Und zwei Bereiche für die Durchlassrichtung, nämlich den Bereich kleiner als die Flussspannung, wo die Diode praktisch nicht leitet oder nur sehr, sehr schlecht leitet. Und einen Bereich jenseits der Flussspannung, wo es eigentlich nie hinkommt, weil halt hier schon quasi beliebig viel Strom mehr oder weniger fließen kann. Ja? Mit dem B wird aber die Diode auf eine physikalisch andere Weise kaputt als auf der anderen Richtung. Wenn der Strom ist dort das Resultat, weil es kaputt ist und hier ja. Ist der Grund. Ja. Hier auf der rechten Seite wird die Diode im Wesentlichen kaputt, weil sie heiß wird. Weil es fällt ja immer noch diese Flussspannung plus ein bisschen was ab. Und wenn jetzt viel Strom durchfließt, ist die Leistung eben diese Flussspannung plus ein bisschen was mal diesen Strom. Und diese Leistung wird hier in Wärme umgewandelt, die muss irgendwo hin. Und wenn die nirgendwo hin kann, dann wird dieses Ding halt einfach kaputt. Und das heißt, dass der Halbleiter anfangen kann, was zu haben, dass da drin anfängt zu schmelzen oder dass die Bonding-Drähte einfach durchbrennen. Das macht dann auch den Unterschied, was hier passiert. Also man sagt bei Dioden normalerweise, wenn sie kaputt werden, dann werden sie zum Leiter. Und das stimmt bei einer so einer Gleichrichtdiode, stimmt das im Wesentlichen. Wenn ich eine Leit auf diese Art und Weise kaputt mache, dann wird sie zum Isolator, weil dort nämlich der Bonding-Draht abreißt und dann sperrt sie natürlich. Aber ich glaube, da habe ich eh schon mal kurz drüber geredet, so Fehlermodes von Bauteilen, das ist extrem schwierig zu charakterisieren, was wird mit einem Bauteil, wenn es kaputt ist. Und da im Durchbruch passieren wirklich Sachen in diesem Halbleiterübergang. Ich weiß jetzt nicht, wie das genau ist, ich müsste selber wieder nachlesen. Aber bei einer 10er Diode ist das ja erwünscht. Bei einer 10er Diode ist das erwünscht, aber die ist eben auch wirklich genau dafür gedacht. Dort komme ich eben auch nicht in diesen Durchbruch zweiter Ordnung. Natürlich, ja. Aber wie ist der Aufbruch von so einer 10er Diode anders?
keine Ahnung. Also ich weiß weder, was die räumlich machen, noch was sie mit den Dotierungen machen, um diese Effekte genau zu erreichen. Gut. Wir machen ein Experiment. Und zwar betreiben wir eine Diode in Durchlassrichtung mit einem Vorwiderstand. Und nach diesem Bild, was wir da gemacht haben, würden wir jetzt erwarten, dass an dieser Diode immer etwa diese Flussspannung abfällt. Der Vorwiderstand wird natürlich eine massive Auswirkung darauf haben, wie viel Strom wir durch die Diode durchschicken. Wenn wir einen großen Vorwiderstand haben, fließt wenig Strom. Wenn wir einen kleinen Vorwiderstand haben, fließt viel Strom. Aber wenn wir uns dieses Bild hier anschauen und jetzt sagen, da ist die Stromachse und wir wählen uns auf dieser Stromachse immer einen anderen Punkt, weil wir quasi immer einen anderen Vorwiderstand haben, dann ändert sich die Flussspannung nur wenig, also die Spannung an der Diode. Die wird dann eben um diese Flussspannung herum pendeln. Und genau das machen wir, genau das messen wir, indem wir hier Spannungsquelle, Vorwiderstand, Diode nehmen und wir probieren mehrere dieser Widerstände aus und messen immer die Ströme und die Spannungen an der Diode. Und wir erwarten, dass der Strom relativ stark variiert, die Spannung aber sehr, sehr gleichbleibend ist. Immer so diese Flussspannung von der Diode. Gut, dazu baue ich ein Kamerakind. So. Gut. Also, wer auch immer. Das ist das falsche Experiment, das kommt später. wo bist du angeschlossen? Da messe ich den Strom in Milliampere. Und da messe ich, also geh mal so auf ein großes Bild, damit wir da sehen, was ich da aufgebaut habe. Ich habe hier zwei Multimeter. So. Ich mache das so, dann sehe ich nämlich auch, was ich da zeige. So. Also ich habe hier zwei Multimeter, vielleicht drehe ich die auch um, außer du willst die Kamera seltsam drehen, das geht natürlich auch. Auf dem Multimeter messe ich jetzt die Spannung an der Diode und auf dem Multimeter messe ich den Strom durch die Diode. Die Spannung messen wir in Volt, da ist da ein kleiner Dezimalpunkt, den Strom messen wir in Milliampere. So, dann habe ich, wir können die Röhren aufdrehen. Da ist eine direkt drüber. Ah, jetzt sieht man da nichts mehr. Tja, blöd. Wir werden das schon irgendwie hinkommen. So, also ich habe eine 9 Volt Batterie. Gut, das kann man weg. So, jetzt kommt Pluspol von der 9 Volt Batterie, geht hier in dieses Multimeter hinein und misst den Strom. Dann gehen wir wieder hinaus. So, das ist dann das schwarze Kabel. Gut, und mit dem packe ich mir jetzt einen Widerstand, den ersten hier. So, da packe ich mir den Widerstand und hier ist meine Diode. Also das ist so eine schöne Gleichrichtdiode. Und jetzt mache ich hier oben einen Kontakt. Und wir sehen jetzt hier, welcher Strom fließt. Wir haben hier 1,72 mA. Und wir sehen hier, welche Spannung wir an der Diode haben. Das ist 0,6 Volt. So, jetzt nehme ich einen anderen Widerstand hier. So, jetzt sehen wir über den doppelten Strom 3,7 mA. Und die Spannung ist 0,64, also von 0,60 auf 0,64 Volt gestiegen. Der Strom hat sich über verdoppelt und die Spannung ist so um, was ist das? Ja, nein. 0,0. Also deutlich unterproportional ist diese Spannung an dieser Diode gestiegen. Wir sehen, 0,6 ist offenbar ein guter Wert für das, was wir hier haben. So, ich nehme einen dritten Widerstand. So.
Und da sind wir jetzt hier schon auf 8 mA und sind hier auf 0,68. Also wir bleiben mit dieser Region von 0,6 bis 0,7, obwohl wir jetzt hier schon deutlich größeren Strom haben als ursprünglich. Die Spannung scheint sich dann nur ganz, ganz langsam zu erhöhen. So, und jetzt mache ich ein Bauteil kaputt, weil ich lustig bin. Und ich nehme da einen 100 Ohm Widerstand. Das wird dann schon ein bisschen warm. So. Und da sehen wir hier 75 mA, also jetzt fast 10-mal so viele vorher. Und wir sind auf 0,78 Volt, also das ist um ein Volt, um ein Zehntel Volt gestiegen, während sich das hier fast verzehnfacht hat. So, und der ist heiß. Den werfe ich jetzt weg, weil ich weiß nicht, was ich mit dem gemacht habe. So. Frage mich nicht nach der letzten Ziffer, aber die ist auch ziemlich wurscht. Aber ja. Ja, aber. Also, es ist eine 400 und dann 1 bis was? 7? Die letzte Ziffer sagt die Sperrspannung aus ungefähr. Die 4001 hat ungefähr 100 Volt. Und so weiter. Wie gesagt, das sind Dinge, das brauche ich ja gar nicht, weil. Das ist alles Energietechnik. Gut, also das waren die Dinge. Aber was wir jetzt noch machen können natürlich, ich baue jetzt die Diode nochmal gleich so ein, wie sie war. So, nehmen da wieder einen dieser größeren Widerstände. Und wir sehen, wir haben einen Strom und wir haben eine Spannung an der Diode. Und jetzt drehe ich diese Diode um, damit wir die in Sperrrichtung betreiben. So, jetzt mache ich da diesen Kontakt und wir sehen in Sperrrichtung, es fließt kein Strom. Ist natürlich nicht wahr, es fließt dieser Sättigungssperrstrom, aber dieses Multimeter geht maximal in den Mikroampere-Bereich runter und da sehe ich den Sättigungssperrstrom noch nicht. Und wir sehen hier 8,6 Volt, das ist das, was diese Batterie liefert. Die gesamte Spannung fällt an meiner Diode ab und nichts von dieser Spannung fällt an Widerstand ab. Und das ist natürlich auch zu erwarten. Weil, wenn wir da wieder zurückgehen aufs Skriptum, würde eine Spannung an diesen Widerstand abfallen, dann hätten wir nach U ist R mal I ja einen Strom durch diesen Widerstand. Und genau das passiert aber nicht, weil diese Diode sperrt. Da kann in diesem Stromkreis kein Strom fließen. Das heißt, wir wissen da schon, durch diesen Widerstand kann auch kein Strom fließen, in der Diode schon keiner fließt. Und 0 Ampere mal wie viel Ohm auch immer, dass das Cent sind, 0 Volt. Das heißt, die gesamte Spannung von dieser Quelle wird an dieser Diode abfallen, die ich jetzt in Sperrrichtung betrieben habe gerade. Müsste nicht ein bisschen Strom abfallen, wenn man den selben Sperrstrom, der fließt ja auch durch den Widerstand ab. Ja, aber ich habe hier ein Multimeter, das die Spannung messen kann auf 10 Millivolt genau. Ich habe einen Sättigungssperrstrom, der im Nanoampere-Bereich oder noch kleiner ist. Und selbst wenn man berücksichtigt, dass das ein Kiloohm Widerstand ist, also Faktor 1000, haben wir immer noch eine Spannung im Mikrovoltbereich, die wir hier verlieren. Also wird sich das hier nicht niederschlagen. Da bist du wahrscheinlich schlimmer, wenn du die Diode aussehen mit dem Finger überbrückst. Ja, mehr Strom. Da fließt dann wahrscheinlich mehr Strom. Weil so mit dem Finger überbrücken, da ist man der Größenordnung von 10 Megaohm. Und also mit halbwegs trockenen Händen. Gut. Also das war dieses Experiment. Wir haben gesehen, wenn ich hier den Strom durch die Diode in Schritten erhöhe oder niedrige, verändert sich zwar auch die Spannung entsprechend in die gleiche Richtung. Bei mehr Strom habe ich einen größeren Spannungsabfall an dieser Diode. Aber es ist eben nicht wie bei einem Widerstand, dass das zueinander linear wäre. Also ich sage, doppelter Strom, doppelte Spannung, sondern wir haben hier einen sehr steilen Bereich, der irgendwo da beginnt, wenn ich da so eine Gerade hineinlege, da bewegt sich alles, die Spannung ändert sich ein bisschen um die Flussspannung, aber in erster Näherung kann ich mal sagen, die ist im Wesentlichen konstant. Und dann natürlich, was wir jetzt nur am Schluss kurz ausprobiert haben, wenn man dann die Diode umdreht und das Ganze in Sperrrichtung betreibt, fließt kein Strom, das ist ja
kompatibel mit unserer ursprünglichen Definition, was ist eine Diode, dass das einfach eine Einbahnstraße für den elektrischen Strom ist, dass das nur in eine Richtung durchgeht. Also bei allem, was da jetzt noch kommt, in dem nächsten Block, wenn wir über Schottky-Gleichung reden, vergesst nicht im Hinterkopf zu halten, eine Diode ist eine Einbahnstraße für den Strom. Alles, was wir da jetzt an Kopfständen machen, geht darum, quasi ein bisschen genauer zu charakterisieren, wie das in den Details ausschaut, aber das ist die wesentliche Idee, was so eine Diode machen soll. Dazu kann man zum Beispiel auch sagen, wenn man eine Röhrendiode verwendet, das hat man jetzt nicht mehr, aber früher gab es Röhrendioden, die haben ganz andere Charakteristiken, wenn man da in die Details hineinschaut. Die werden mit anderen Formeln beschrieben, aber die Schaltungen mit Röhrendioden sind im Wesentlichen gleich wie die Schaltungen mit Halbleiterdioden, weil da eigentlich nur die wesentliche Idee wichtig ist, nämlich der Strom geht in eine Richtung durch und die genauen Eigenschaften, das braucht man dann halt, um Bauteilwerte und dergleichen zu bestimmen, aber nicht für die Idee, was bringt diese Schaltung zum Funktionieren. So, gut. Wie unterscheidet sich dieser Widerstandsdiodenspannungsteiler von einem normalen Widerstandsspannungsteiler? Das ist eine gute Frage. Was ist die wesentliche Eigenschaft von einem Widerstandsspannungsteiler, den wir ja schon aus vorigen Blöcken kennen, und was ist die wesentliche Eigenschaft von einem Diodenwiderstandsspannungsteiler, so wie wir ihn jetzt gerade charakterisiert haben, wie man das uns angeschaut hat? Eher linear, Widerstandsspannungsteiler. Ja, bei einem Widerstandsspannungsteiler, welche Spannung kann ich denn hier abgreifen? Die halbe Spannung von der Versorgungsspannung, wenn das zwei gleich große Widerstände sind, im allgemeinen Fall, wenn das irgendwie ein beliebiges R1 und R2 ist, erfällt einen gewissen Prozentsatz von der Versorgungsspannung. Ich mache meinen Widerstandsspannungsteiler so, dass ich die halbe Versorgungsspannung habe oder ein Drittel der Versorgungsspannung oder 2% der Versorgungsspannung, was auch immer. Wie ist es beim Diodenspannungsteiler? Was ist die Spannung, die ich hier sehe? Konstant. Ja? Ja, welche? Versorgungsspannung minus der Flussspannung. Genau. Naja, in dem Fall bin ich quasi die Flussspannung über Ground, aber ich bin quasi die Flussspannung von einer Versorgungsspannung entfernt. Es ist kein Prozentsatz. Wenn ich jetzt hier die Versorgungsspannung verdoppel, bei einem Widerstandsspannungsteil würde ich dann die Spannung nicht abgreifen können, damit die auch verdoppeln, weil ich ja immer einen festen Prozentsatz kriege. Hier kriege ich immer meine 0,6 bis 0,7 Volt über Ground. Egal, ob ich jetzt hier oben mit 5 Volt reingehe oder mit 10 Volt hineingehe. Das ist der wesentliche Unterschied. Von dem, was ich mir erwarten kann, ich diese Schaltung schon mal sehe, wie sich so ein Widerstandsdiodenspannungsteiler verhält. Das heißt, man könnte das zum Beispiel auch verwenden, um eine stabile Spannung zu bekommen. Da gibt es bessere Möglichkeiten, das zu machen. Zener-Dioden sind eine davon, also da werden wir heute noch dazu kommen. Aber wenn ich jetzt sage, ich weiß nicht, ob die Batterie, die dort angeschlossen wird, ob das eine ganz, ganz neue 9-Volt-Batterie ist oder schon eine sehr alte, und eine sehr alte 9-Volt-Batterie liefert ungefähr 6 Volt. Und wenn ich dann mit einem Widerstandsspannungsteiler arbeite und sage, okay, da haben wir 9 Volt rein, aber ich möchte irgendwie 5 Volt hinaus bekommen, also mache ich dann, weiß nicht, 500 Ohm und 400 Ohm einen Spannungsteiler. Das funktioniert halt nur, wenn ich wirklich mit 9 Volt reingehe. Wenn ich dann mit 6 Volt reingehe, kriege ich nicht mehr die 5 Volt raus. Aber wenn ich das mit so einer Diode machen würde, die vielleicht eine Flussspannung von 5 Volt hat, dann könnte das schon gehen. Natürlich finde ich keine Diode, die eine Flussspannung von 5 Volt hat, aber wir werden dann eben bei der Z-Diode sehen, man kann das mit den Durchbruchspannungen von solchen Dioden machen. Und es gibt generell bessere Möglichkeiten, konstant Spannungsquellen zu machen. Also diese Flussspannung, die ist streut halt auch sehr stark von einem Exemplar zum anderen. Wenn ich irgendwie so ein Band mit 1000 Dioden kaufe und ich messe die der Reihe nach durch, werde ich sehen, da variiert die Flussspannung von einer Diode zu der nächsten Diode, die auf dem gleichen Band aus der Diodenmaschine herausgekommen ist. Also das ist jetzt keine sehr zuverlässige Sache und ist natürlich auch stark temperaturabhängig und so. Kann die Flussspannungen auch addieren, wenn man mehrere Dioden nimmt? Ja, das nutzt das Temperaturproblem nicht. Also da mittel ich dann zwar hinaus die Exemplarschwankung, aber das Temperaturproblem bleibt natürlich bestehen. Aber
wenn man gerade keine passende 10er-Diode hat und das muss nicht so genau sein? Ja, wenn es nicht so genau sein muss, findet man sowas durchaus öfter. Da nimmt man meistens so Dinge wie zwei LEDs in Serie. Die haben halt eine wirklich schöne Flussspannung. Meistens will man es so haben, dass irgendwas leuchtet, wenn das Ding an ist, dann bietet sich das sozusagen an. NTC-Glett? Hm? Naja, damit das Temperatur NTC-Glett. Ja, es gibt ja Referenzspannungsquellen, die das schon genau richtig machen, die intern temperaturkompensiert sind und so weiter und so fort. Also wenn ich es da blutet mir persönlich ein bisschen das Herz, aber in der Praxis, in der Elektrotechnik, wenn man was möchte, dass es wirklich funktioniert, dann nimmt man halt einen fertigen Bauteil, der genau das kann. Und wenn ich quasi sage, ich möchte wirklich genau diese Spannung haben, dann nehme ich halt irgendwie eine Referenzspannungsquelle, wenn ich es nicht strommäßig belasten möchte und sehr genau sein soll, oder einen Linearregler, wenn es halt in etwa passen soll, aber auch mit Strom belastbar sein soll. Und sowas nehme ich, wenn ich die Teile sowieso habe und ich brauche es halt nur ganz, ganz, ganz grob, dann kann man das so machen. Okay, was passiert, wenn man die Diode verkehrt herum einsetzt? Haben wir gemacht, was passiert? Genau, man könnte auch sagen, es passiert nichts. Das ist das Interessante an dem Experiment, dass manchmal nichts passiert. Gut, also gut, wir haben jetzt ein bisschen darüber geredet, was Dioden so sind, was man sich vorstellen kann an der Diode. Der letzte Diskussionspunkt ist, wozu brauche ich eine Diode? Man könnte es vielleicht andersrum machen, ist mir schon klar. Es war halt irgendwie auch ganz sinnvoll, zuerst darüber reden, wozu brauche ich das. Ich muss zugeben, es fällt mir so manchmal einfacher. Also wir wissen jetzt, was man mit einer Diode machen kann. So Strom in eine Richtung durchlassen. Und was sind die Fälle, wo ich das brauchen könnte? Ja, Gleichrichtung ist das ganz, ganz klassische Beispiel. Ich habe Wechselstrom oder Wechselspannung und ich will einfach Gleichspannung haben. Dann mache ich einen Gleichrichter, dass ich dann quasi sage, immer nur, wenn der in die eine Richtung will, lasse ich ihn durch, in der anderen Richtung sperre ich und dann kommt hier die Gleichstrom raus. Leerlaufdioden bei Relais. Ah, ja, ja. Ja, jetzt muss ich nur noch überlegen, was ich dazu sagen soll, dass Leute die Leerlaufdioden nicht kennen. Also ein Relais. Nach der Installateurmethode beschreiben. Das ist gut, nach der Installateurmethode. Installateurmethode, ich weiß nicht, ob das schon jemand einmal beobachtet hat, wenn man einen Gartenschlauch hat mit einem Kugelventil und man dreht das Kugelventil plötzlich ab oder so wie die Wasserhähne, die was man so runterklatschen kann und die sind abgedreht, dann kommt es zu einem Rückschlag in der Leitung. Und bei Relais ist das auch, wenn man ein Relais anschließt an einer Ausgangsstufe und man schaltet das Relais ab, kommt quasi verkehrte Spannung raus. Und die würde den Ausgangstreiber zerstören und da baut man dann eben so Leerlaufdioden ein. Das ist eine gute Beschreibung. Ich würde, fürchte ich, nach der Beschreibung die Leerlaufdiode genau verkehrt rum einbauen. Weil in einem Gartenschlauch ja nicht das Ventil... Das ist nicht in Serie, sondern parallel schalten. Genau, aber beim Gartenschlauch kommt das ja aus der Inertia Mass von dem Wasser im Schlauch, die dann aufs Ventil drauf drückt. Ja. Da ist ja nicht das Ventil drinnen. Besser wäre, wenn ich sagen würde, wir bleiben beim Wasser, wir haben ja Wasser als Gedankenbrücke für was macht Strom. So, und da haben wir jetzt hier irgendwie so ein, ich weiß, das funktioniert, das verkeilt sich da jetzt, aber das soll so eine Art Schaufelrad sein, wo da so ein Schwungrad drauf ist. Wer weiß, was ein Schwungrad ist? Aus Überraschungsei-Autos, nicht? Also wenn man dann quasi so ein Rad hat und man taucht das an, damit das dann eben immer weiter rennt und weiter rennt, kann man da eben was Schweres drauf geben. Dann braucht man natürlich mehr Kraft, um das einmal in Bewegung zu setzen, aber wenn das mal in Bewegung ist, dann kann man das auch nicht wirklich anhalten. Das möchte sich dann weiter bewegen. So, und da mache ich quasi so Wasser durch. Und das dreht sich und dreht sich und dreht sich und dreht sich. Und dann drehe ich hier das Wasser ab. Und dann will sich dieses Schwungrad weiter drehen. Und das wird dann halt irgendwie dieses vielleicht da dieses Rohr einsaugen, weil es da halt so einen starken Unterdruck erzeugt, was auch immer. Jedenfalls ist da Energie, die will irgendwie raus.
Die kann aber mit der Außenwelt nur in Verbindung treten, darüber, dass da Wasser durchgeht. Und wenn wir diesen Weg sperren, dann sucht sich die Energie halt einen anderen Weg, um rauszukommen. Und normalerweise führt das dann dazu, dass irgendwie Dinge entweder schneller kaputt gehen oder gleich kaputt gehen. Was ich jetzt machen kann, ist, dass ich hier oben ein Ventil einbaue. Und zwar ein Ventil, das im normalen Betrieb, wenn ich da Wasser durchschicken möchte, sperrt. Das heißt, als Ventil, wie zeichne ich ein Ventil jetzt gescheit? Eine Diode. Ja, das ist super. Natürlich, eine Diode. Wir bauen da eine Diode ein. So. Perfekt. Genau, das ist unsere Diode. So, und wir sehen jetzt, wenn ich dieses Schwungrad hier in Bewegung versetzen möchte, dann drücke ich da drauf. Dann will ich da Wasser hineinpressen. Da ist die Diode ein Sperrrichter. Da verhält das ganze System so, als wenn die Diode nicht da wäre. Aber wenn ich jetzt dann quasi sage, okay, jetzt ist Schluss mit da Wasser hinein und ich mache hier zu und das Schwungrad möchte hier quasi Wasser einziehen, dann gibt es da jetzt einen Weg, den das Wasser nehmen kann. Das kann jetzt so im Kreis. Und dann rennt halt das Schwungrad vielleicht noch ein paar Sekunden weiter, während es das Wasser im Kreis durchzieht und das wird halt schrittweise in Wärme umgewandelt und alles ist gut. Ich kann auf der anderen Seite auch zumachen, genau. Also egal, auf welcher Seite ich zumache, das Schwungrad kann dann halt noch ein bisschen im Kreis drehen. Das ist nicht gezwungen, quasi die Gesamtenergie auf einmal schlagartig abzugeben. Und das ist meine Variante von der Installatormethode der Freilaufdiode. Und bei einem Relais ist das halt kein Schwungrad, sondern das ist halt eine Spule, die ein Magnetfeld erzeugt. Und das verhält sich in der Tat so ähnlich, wie das mit so einem Schwungrad ist. Da muss ich am Anfang Energie hineinstecken, um dieses Magnetfeld langsam aufzubauen. Hier muss ich Energie reinstecken, um das Schwungrad in Drehung zu besetzen. Aber wenn dieses Magnetfeld mal da ist, dann will es sich auch eher langsam abbauen. Wenn ich dem quasi plötzlich sage, du bist jetzt weg, dann muss diese Gesamtenergie, die in dem Magnetfeld gespeichert war, wieder freigegeben werden. Gut, also Freilaufdioden. Super Beispiel. Rauschgeneratoren. Ja, natürlich, natürlich. Man kann alles als Rauschgeneratoren verwenden. Also bei Rauschgeneratoren verwendet man meistens den Durchbruch. Zumindest kennt sich meistens den Durchbruch. Der rauscht am meisten. Also quasi natürlich rauscht auch diese Spannung hier. Also wenn ich die quasi messe und ich verstärke die, diesen Ausschnitt dann extrem groß, da werde ich sehen, das wird quasi nicht über Zeit konstant sein, sondern so ein bisschen hin und her springen. Aber dieses Ende hier, das rauscht viel stärker. Das heißt, wenn ich einen Rauschgenerator habe, dann habe ich da irgendwo eine Diode drinnen setzen. Oder auch ein Transistor, der rauscht. Ich weiß, in den 80ern gab es diese Synthesizer-Zeitschrift, ich weiß nicht, ob es sie noch gibt, und da gab es noch Testberichte, welcher Transistor zum Beispiel besonders schön rauscht. Was natürlich ein beliebter Fehler ist, ist, dass das Ding als Radio wirkt und ich dann keine wirklichen Rauschspannungen mehr dran habe. Genau. Was besonders fatal ist, wenn ich damit Zufallszahlen generieren will. Genau, darum Zufallszahlen am besten mit radioaktivem Zerfall oder so. Mhm. Also Rauschgeneratoren ist ein gutes Beispiel. Hat noch jemand ein Beispiel? Tastaturmatrix. Eine noch mal, hinten mal. Tastaturmatrix. Wenn man so eine Matrix schaltet, kann man dann ja. Punkten Dioden reinsetzen, damit er nicht so verkehrt. Ja, kann man. Ich meine, meistens macht man es immer so. Entschuldigung, schnackst du. Was wolltest du sagen? Ja, Temperatur messen. Temperatur messen, genau. Also das ist auch wieder ein, da verwende ich das eigentlich nicht als Strom nur in eine Richtung Bauteil, sondern ich messe wieder Eigenschaften. Interessanterweise wieder, dass der also nicht da, sondern jetzt den sättigen Sperrstrom, den messe ich und dann kenne ich die Temperatur. Gibt es eigene Dioden dafür? Also normalerweise, wenn ich irgendwie Gleichrichtdiode habe, dann will ich natürlich da einen möglichst kleinen Sättigungssperrstrom haben. Und wenn der ganz, ganz klein ist, ist mir auch wurscht, wie der jetzt genau von der Temperatur abhängt. Wenn ich jetzt eine Diode haben möchte zum Temperaturmessen, dann möchte ich, dass der Sättigungssperrstrom deutlich größer ist, dann kann ich ihn leichter messen. Und er sollte eben auch ein sehr bekanntes Verhältnis zur
zur Temperatur haben. Und das schlägt sich dann quasi nieder darin, wie man die Diode baut. Dass die einen versuchen, das hier in den Griff zu bekommen, indem sie es möglichst klein machen. Die anderen versuchen, das gleiche Phänomen in den Griff zu bekommen, indem sie es möglichst groß machen und möglichst temperaturabhängig. Also, kann man nicht auch die Vorwärtsspannung messen? Und die ist auch temperaturabhängig? Ja, du könntest die Diode auch als Stromquelle zum Beispiel verwenden und messen, ist auch temperaturabhängig. Ich glaube, also ich bin mir jetzt nicht so sicher, ich bin jetzt nicht so gut, was diese Sensoren angeht, aber ich glaube, dass man meistens Sättigungssperrstrom misst. Aber es könnte schon sein, dass es welche gibt, die mit anderen Eigenschaften arbeiten. Ah, das, da kommen wir gleich dazu. Das ist fatal. In der Schockelgleichung kommt die Temperaturspannung vor und der Sättigungssperrstrom. Die Temperaturspannung ist natürlich linear abhängig von der Temperatur. Der Sättigungssperrstrom ist aber ebenfalls temperaturabhängig. Und das große temperaturabhängige Verhalten von einer Diode kommt nicht von der Variation der Temperaturspannung, sondern von der Variation des Sättigungssperrstroms. Und die beiden Effekte gehen auch genau gegengleich. Also wenn es quasi von der Temperatur abhängen würde, dann würde bei einer hohen Temperatur die Diode wenig Strom leiten. Aber in der Praxis ist es genau umgekehrt, dass das ein Heißleiter ist. Das heißt, bei einer hohen Temperatur leitet das besser. Das kommt eben daher, weil dieser Sättigungssperrstrom auch eine Temperaturabhängigkeit hat. Und wie sich die genau zusammensetzt, weiß ich nicht. Ich fürchte, dass es da keine so schöne Gleichung gibt wie die Schockelgleichung. Aber das ist gemein an der Schockelgleichung, dass die Temperaturspannung vorkommt. Wir werden nicht gleich dorthin kommen. Ja, Fotodioden sind auch wieder im Messbereich. Fotodioden sind auch sehr verbreitet. Genau, also Fotodioden, das genau das Gleiche. Misst man diesen Sättigungssperrstrom. Und wenn der halt groß ist, heißt das viel Licht. Man kann im Grunde auch mit so Fotowiderständen zum Beispiel messen. Man kann sagen, wenn, wie ist das dort? Großer Stromeinfall ist ein kleiner Widerstand? Großer Lichteinfall ist ein kleiner. Genau, passt gut. Die Dioden haben den Vorteil, dass sie viel schneller reagieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Empfänger machen möchte für eine Infrarot-Fernbedienung, dann kann ich so etwas nicht mehr mit einem Fotowiderstand machen, weil der erstens halt viel zu langsam reagiert und zweitens nicht schmalbandig genug ist. Der reagiert quasi über einen relativ breiten Bereich vom optischen Spektrum und die Fotodiode, die ist quasi von Haus aus mal primär auf einer Wellenlänge empfindlich und reagiert auch sehr schnell. Leuchtdioden. Leuchtdioden, natürlich, blinken lassen. Gut, also ich glaube, wir haben ein paar Beispiele, was man so mit Dioden machen kann.